ich, wir stecken heute in einer Obby fest, in der wir nicht springen können. Ich versuche hier auf meine Leertasten zu drücken, aber ich kann nicht springen. Ich fühle mich, als wären meine Füße am Boden festgewachsen. Aber wir müssen trotzdem irgendwie schaffen, die Obby-Level zu machen. Ich glaube, die Schwerkraft hier ist einfach besonders hoch. Und ja, als wenn wir auf dem Mond wären oder... Oh, nee, warte mal, auf dem Mond, glaube ich, ist es gerade genau das Gegenteil. Auf dem Mars, was weiß ich, was? Jetzt komm, du okay, das erste Level ist auf jeden Fall super einfach. Ich guck mal, da hinten ist das Ziel. Oh, da hinten, ich sehe es. Da müssen wir hinkommen. Nein! Hat nicht geklappt. Guter Versuch. Versuch's vielleicht nochmal. So, hier ist der erste Checkpoint. Das war sehr einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Springen ist halt sonst der härteste Teil an Obbys. Und wenn man hier nur laufen muss und nicht springen kann, dann ist es sicherlich einfacher. Das denkst du im Ernst? Also ich habe mal eine Nicht-Springen-Obby gespielt, das war eine andere und die war viel, viel schwerer als jede andere Obby. Das war die schwerste, die ich je gespielt habe. Wirklich? Ohne Mist, ja. Okay, Oh, man kommt da durch? Problem? Okay, nee, ich hatte nur ein bisschen Angst. Ich habe einfach schon ein bisschen Expertise hier mir angesammelt. Du bist ein Sprungkenner. Oh nein, wir müssen hier so hochklettern. Ja, gar kein Problem. Okay, bist du mit einer Expertin unterwegs? Ich sehe schon, nicht Springexpertin. So, zeig. Einfach mir folgen, so. Ich gehe rechts. Oh, rechts war richtig. Die richtige Wahl. Ich glaube, der ist ganz links gelaufen gerade, hier der vor mir und dann in der Mitte. Ach so, du guckst ab. Ah ja. Da haben wir eine Schüttlerin entdeckt. Nein, ich habe dich abgeguckt. Das war reiner Zufall, dass ich direkt die richtigen Wege gefunden habe. Reiner Zufall. Reiner Zufall, überhaupt gar nicht abgeguckt. Oh, warte, die Treppe verschwindet. Müssen wir uns beeilen. Schnell sein. Ich darf meine W-Taste, glaube ich, einfach gar nicht loslassen. Das ganze Video, ich renne hier durch. Oh, die verschwindet auch. Ist eigentlich ganz cool, oder? Oh, du bist, die ist echt ganz hübsch. So diese Treppe. Oh mein Gott. So, jetzt hier über die Bälle rüberlaufen. Ja, nee, ist klar. Das macht, Bist du schon so weit? Es ist überraschend einfach du bist bisher. Direkt hinter mir. Vielleicht habe ich mir einfach eine einfachere Nicht-Springen-Obby ausgesucht als du dir. Oh ja, definitiv. Warum verschwindet dein Blaues? Warum fällt man da durch? Ach, man soll verschwinden. Man muss hier weiter, man muss verschwinden, ja. Ah, ich dachte, ich muss hier irgendwie einen Weg finden, nicht runterzustürzen. Okay. Okay, pink. So, dann wollen wir mal gucken. Dann machen wir mal die grün hier, dann nochmal grün. Dann wieder pink. Pink, also pink, grün, pink. 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 Grün. Ja. Ich bin dagegen gelaufen. Yay. Manche Leute sind vielleicht einfach nicht so Obby-Experten wie andere Leute, die jetzt hier ja direkt auf Anhieb auch die richtige Tür finden konnten. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man die richtige... Genieße deine 3 Sekunden Triumph. Das wird ich werde die genießen. Ich genieße die richtig. So, du kannst 1, 2 und du fällst runter. Nein, 3. Ich verbinde mich runter. Warte, hast du mich verflucht? Das brauche ich gar nicht. Du fällst von alleine denn jetzt runter. Was ist passiert? Davor war es doch gut. Okay, Konzentration. Ich warte am Ende auf dich, Ronja. Ja. Mach du dich ruhig lustig. Ist okay. Hab ich verdient. Hier, wir klettern. Alles gut. Gar kein Problem. Oh. Ja, nee, da bist du normal runtergefallen. Das sollte man. Ich dachte schon, ich habe vielleicht was gesehen, was... Back mir jetzt mal kurz einen Kuchen. Dann sehen wir uns gleich, wenn du hier bist. Was wird's denn für eine? Schoko, Vanille, Erdbeer, Käsekuchen. Längerer Käsekuchen, ja, ich liebe Käsekuchen. Ich dachte immer, ich hasse Mandarin, Käsekuchen. Kennst du? Echt? Ich dachte es, weil ich habe halt nie welchen gegessen. Und ich habe halt gedacht, bah, Käsekuchen schmeckt mir überhaupt nicht, weil der sah so ein bisschen eklig einfach aus. Und der, also Käsekuchen klingt halt auch vom Namen nicht so gut. Und ich folge übrigens einfach. Ich hatte super Vorurteile gegenüber dem armen Käsekuchen. Ich habe halt gedacht, bah, sowas esse ich nicht, der sieht richtig eklig aus. Schokokuchen ist der wahre Weg. Hier ist eine Sackgasse. Und dann habe ich irgendwann mal bei meiner Mutter Käsekuchen gegessen. Der war richtig lecker. Mega, das schmeckt gar nicht schlecht. Käsekuchen ist geil. Mhm. Dachtest du, da wäre Käse drin? Ich dachte, da wäre Käse drin, ja. Oh, Käsekuchen. Also, okay. Nee, aber so ist ja Frischkäse drin. So, das ist ja auch Käse. Ist immer Frischkäse drin im Käsekuchen? Oder manchmal Quark? Pudding und Quark? Ja, ich glaube, der, den ich gegessen habe, der war mit Pudding und Quark und der hatte so einen Schokoboden und dann so einen hellen Teig oben. Boah, war der lecker. Ich glaube, ich habe den Anfang wieder gefunden. Ich habe mich gerade über das Ende gefreut. So geil. Käsekuchen ist wirklich gut. Ich hab den Anfang wieder gefunden. Ich bin schon 3 Level weiter. Was? Ich wundere mich, wo du bleibst. Nein. Was denn? Als ob du das nicht findest. Das Labyrinth ist so schwer. Oh, warte, man kann einfach oben rauszoomen. Warte mal.
So, ich... Ja, klar, du musst oben rauszoomen. Ja, das habe ich halt nicht gemacht, weil ich ja kein Schummler bin. Ich habe es halt ehrlich versucht. Ja, genau. Habe ich! Ich bin ehrlich gestorben. Ich bin ehrlich in meinem Labyrinth gewesen. Kann ich ja auch nichts dafür. Es ist halt, manche von uns sind halt weniger ehrlich. So! Oh, ich habe gerade das andere Mädchen hier so durchgeführt, die ist mir gefolgt. Oha, ich sehe euch. Ihr seid schon fast da. So, jetzt kommt hier nämlich der kleine... Warte! Wir müssen hier doch springen! Nein! Yeah. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wetten, das war in deiner Jump-Obby so, dass man da solche Dinger viel hatte? Nee, schwierigere Sachen. Was ist denn das Schwierigste, was du machen kannst, wenn du nicht springen kannst? Naja, zum Beispiel, du hast eine Wand, die ist so breit wie diese hier. Hi. Und du musst dran vorbeilaufen. Aber halt, also auf einem Pixel oder so. Oh, ja gut, das klingt absolut furchtbar. Ja, ja, manchmal war auch null Pixel da. Da musstest du Glück haben, dass es buggt. Also dieses Spiel hat wirklich darauf gesetzt, dass du rumbuggst. Okay, verstehe. Gut, das klingt nicht so ideal. Oh, warte, ich muss hier ins Eck. Was ist das denn für ein hässliches Gesicht davor? Achtung, das kommt. Das holt dich. Gar kein Problem. Ah. Mich holt das nicht. Okay, na dann. Wenn das aber so es ist. Holt dich. Oh, hier nein, sind Oreos. Nein, 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 mich holt es nicht. Oreos! Oh, lecker! Oreos. Magst du eher die Schoko, also die braunen, oder eher die weißen Oreos? Ich kenne nur die braunen. Echt, du hast die weißen noch nie gegessen? Ich habe noch nie die weißen gegessen, nee. Die goldenen Oreos. Nee, 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 die gibt's glaube ich hier auch gar nicht bei mir im Supermarkt. Wir haben nur die ganz normalen. Echt? Aber mein Supermarkt ist auch ausgesprochen schlecht ausgestattet. Also vielleicht ist es weniger ein Lageproblem als mehr ein... Dieser spezifische eine Supermarkt, in den ich gerne gehe. Du gehst immer nur in den einen Supermarkt, den du schlecht findest, Ronja. Nein, okay, pass auf. Wir haben einen Supermarkt, der ist fußläufig erreichbar. Der ist halt furchtbar, ja. Ich hasse den. Aber das ist der einzige, wo man hinlaufen kann. Und zu dem anderen muss ich immer mit dem Auto fahren. Und das ist so ein riesen Debakel, weil das ist so ein riesen Kaufland. Und dann muss man ja. Das fühlt sich immer an wie ein Akt. Und wenn ich eigentlich nicht so viel brauche, dann möchte ich da nicht extra hinfahren. Ah, das kenne ich. Aber der ist super, den liebe ich. Aber wahrscheinlich könnte ich mir da die hellen Oreos mal kaufen. So. Ich habe eigentlich keine Ausrede mehr jetzt. Okay. Hier. Das war ein sehr hoher Turm, den wir hochtippen müssen. Wirklich? Ja, irgendwie schon. Also ich laufe, kein Ende. Laufe, ich bin laufe. Am Ende. Ja. So, ich meine, guck dir mal an, wie viele Stages sind. 6 oder 7 Mal müssen wir rum ungefähr. Oh, wirklich? Oh Gott. Ah, nein! Ich bin einfach randomly runtergefallen. Bist jetzt nicht runtergelaufen. Es gibt keinen Grund dafür, aber ich bin einfach runtergefallen. Das ist ja jetzt peinlich. Es ist saupeinlich. Also würde ich mich jetzt schämen, Ronja. Ich stelle mich in die Ecke und schäme mich. Okay. Ich mache ein Foto von dir. Okay. Dann kannst du dir das immer angucken. Ich mache mir das so als Desktop-Hintergrund oder sowas für mein Handy vielleicht. Yeah. So, da bin ich auch schon. Du hast dich ja schon rausgefunden, wer die Wege sind. Nee, eigentlich nicht. Okay. Ich bin spontan hier. Ja, geh ruhig vor. Ich denke, es ist rot. Ah. Ich glaube, du solltest mal auswählen jetzt. Was zum? Okay. Als ob du das richtig ausgewählt hast. Dann kannst du jetzt ja auch wieder auswählen. Ich sag rot. Nein! Oh nein! Ich hab vergessen, welches Wand. Okay, blau. Ich habe halt gedacht, wir kriegen das auf dem First Try hin, aber welcher war es denn jetzt? Welcher war es denn jetzt, Ronja? Soll ich es dir verraten? Danke. Was liegt denn hier rum? Na gut. Da hat jemand Oreos zerkaut und dann wieder ausgespuckt. Es ist der Kreislauf des Oreos. Oh, ich glaube, wir sind hier in eine Knochenschüssel gefallen. Ey, wir wurden ausgespuckt, Alter. Ah, das ist ekelhaft. Aha. Oh, hier sind Geldscheine. Schick, schick. Zack. Nicht schlecht, sehr große Geldscheine. Ja, ich glaube, das wir sind bald am Ende. Das sieht richtig, richtig funky aus, wie man hier durchläuft und alles ist Regenbogen. Ich fühle mich als würde ich gleich halluziniert werden. Nee, hypnotisiert ist das Wort, was ich suche. Was denn? Kein Problem, ich verstehe dich schon. Da hinten ist so ein Hai. Dafür müssen vom Hai gefressen werden. Oh nein. Bitte yay! Nicht. Hai, ich will mal nicht durch den Hai. Werden. Friss mich! Was? Nein! Okay, ich schätze... Okay, so sieht's aber nicht aus in einem Hai. Ich war noch nie in einem, aber ich glaube, so sieht's nicht aus in einem Hai. Selten findet man Sand. Endet diese Obby irgendwann oder wie lange geht die noch? Das ist eine gute Frage, weil eigentlich haben wir ja das Ende schon gesehen. Eigentlich ja. Aber praktisch... Oh, was ist das denn mit der Treppe hier?
jemand gestorben. Bist du gestorben? Ja. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Oh, sehr peinlich. Ich glaube, da hinten ist das Ende. Das da oben sieht... Ja. Okay, ich glaube schon. Weil da ist ja auch so ein Bau. Stimmt, da oben, ne? Und gefühlt hat man doch am Ende immer dieses Gebäude, wo die dann sagen, ja, du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Obby-Weltmeister. Du kannst es schaffen, ohne zu springen. Wobei die echt einfach war, Ronja. Die war also wirklich einfach. War die ja. Jetzt mal ohne Mist, ich bin vielleicht maximal so 3, 4, 5 Mal runtergefallen. Und das ist halt der der Obby-Durchschnitt bei mir sind halt wahrscheinlich so 10, 20, 50 Mal. Ja, ja. Oh, hoppala. Ich bin gerade nochmal gestürzt. Ey, das Gelbe hat nicht gesprungen! Das Gelbe hat nicht gesprungen! Lass mich nicht von dem Gelben täuschen. Okay. Schon wieder! Das Gelbe. Was da los? Ich sehe schon, das Gelbe ist heimtückisch. Hier, so. Ich glaube, man muss mehrmals einfach vielleicht springen. Vielleicht mag es dich, ja. Oh, nee, das Gelbe. Oh. Das alle zwei springt das nur. Nein! Oh mein Gott! Das ist gemein! Oh, das Gelbe ist hart. Warte, ein bisschen Ich glaube, es dürfen einfach keine zwei Leute auf dem Trampolin gleichzeitig sein, Ronja. Das ist eine bekannte Regel bei Trampolin. Nur einer gleichzeitig. Ist es halt for real. Okay. Und ich bin durch! Hattest du als Kind so ein großes Trampolin bei dir im Garten? Ja, yeah, auf jeden Fall. Echt? Und ich hab, ja. Ich hatte keins. Ich habe mich da voll gerne gesonnt. Ich hatte so ein kleines, aber ich hatte keins von diesen riesigen mit Netz. Ja, die fand ich immer voll cool. Geil. Die hätte ich immer voll gerne gehabt, aber ich hatte keins. Echt? Oh. Aber meine Nachbarn hatten ja, eins. Ja, ist echt cool. Es ging jetzt dramatisch, als es war. Ich bin dann zu den Nachbarn. Was, hallo, kann ich bei euch Trampolin helfen? Hallo, da bin ich wieder. Bitte. Unsere Nachbarn hatten einen Hund und ich hatte keinen, habe mir aber immer einen gewünscht. Dann habe ich immer gefragt, ob ich mit dem Gassi gehen darf. Und die haben sich gefreut, weil die nicht mit dem Gassi gehen mussten. Eine Hand wäscht die andere. So ist es. Gar nicht schlecht. Hey, das Ding killt einen einfach. Verstehe. Der Pinke killt dich auch übrigens. Du musst nicht den Grünen. Ah ja, okay, gut. Ja, ist aber gemein hier schon wieder. Ja, ist ein bisschen tricky. So. Guck mal, hier ist wieder so eine Treppe. Ich glaube, das ist die letzte Treppe. Ja, okay. Das ist die letzte Treppe. Und go. Okay, go. Hier hoch. Ganz. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, die verschwindet viel, viel schneller als die letzte. Du bist zu schnell. Ich werde fliegen. Nein, ich falle runter. Hä? Was, ernsthaft? Ich bin runtergefallen. Echt? Wie? Ja. Ich habe es geschafft. Du hast es geschafft? Toll. Bist du durch? Ja. Ja, du musst halt in der Mitte laufen. Nicht außen an den Stufen, sondern eher mittig. Wird die dann weniger schnell kaputt? Nee. Eher in der. Ich hab's geschafft. Egal. Und wir haben es geschafft. Wir können wieder springen. Wir sind wieder frei. Oh mein Gott, was für ein tolles Gefühl, dass man seine Leertaste benutzt. Oh mein Gott, wir können nicht mehr springen. Yay. So, Leute, das war's mit der Nicht-Springen. Während Izzy noch die anderen Mitspieler beleidigt. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, schaut bei Izzy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss.